Hi Leute, hier ist Heikarp Christian, heute wieder zurück mit einem anderen Deutschland versus Niederlande-Thema. Und heute geht es um Zugfahren, eine Aktivität, die ich jede Woche mehrfach mache und es gibt riesige Unterschiede dazwischen, wie Zugfahren in Deutschland funktioniert und wie Zugfahren in den Niederlanden funktioniert. Zunächst der größte Unterschied, der mir aufgefallen ist, als ich in die Niederlande gezogen bin, ist einfach die Art und Weise, wie Züge genummert werden oder die Art und Weise, wie Züge bezeichnet werden. In Deutschland gibt es es gibt die S-Bahn, es gibt einen Regionalexpress, Regionalbahn und dann gibt es die höherwertigeren Züge, für die man einen Zuschlag braucht, also den Intercity und den Intercity Express, also IC und ICE. Hier in den Niederlanden gibt es auch einen Intercity und als ich das erste Mal hier war, dachte ich, warum steigen da so viele Leute ein, warum darf ich den jetzt nehmen oder nicht? Ich dachte halt, es wäre auch ein Zug mit Zuschlag, aber der Intercity hier in den Niederlanden ist ganz einfach der Regionalexpress in Deutschland. Es ist der Zug, der quasi am wenigsten oft hält, der einfach an Dörfern vorbeifährt und die großen Städte verbindet und für den man eben keinen Zuschlag hier zahlen muss. Was den Nachteil hat, dass wenn man mit dem Intercity von Berlin bis Amsterdam fährt, dass man von Berlin bis zur deutschen Grenze einen Zuschlag zahlen muss und danach kann sich einfach jeder in den Zug pflanzen. Schon komisch. Einer der riesigen Unterschiede ist, dass Züge in den Niederlanden keine Liniennummern haben. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo ich meinen Freunden immer erklärt habe, okay, wenn ihr zu mir fahren wollt, dann nehmt ihr zuerst einen RE5 und dann steigt ihr in Essen um in die S3 und dann steigt ihr da und da um in die S9. Das gibt es hier nicht. Die Züge haben einfach keine Liniennummern, wie Busse oder Straßenbahnen. Sondern es ist mehr oder weniger so, man kommt am Bahnhof an, man grast die ganzen Züge ab und guckt, wo halt der Zug hält oder man guckt halt einfach in der App nach, wie man zu welchem Zug kommt und dann geht man zu dem Gleis, was da drauf steht und vergleicht den Endbahnhof. So findet man hier seinen Zug. Es gibt keine Liniennummern. Ich mag das nicht. Wenn man am Bahnhof ankommt, muss man erstmal einchecken in den Bahnhof. Das ist auch anders als in Deutschland, wo man sich einfach ein Ticket am Automaten zieht oder man hat eine Monatskarte und setzt sich einfach in den Zug rein. Hier in den Niederlanden muss man erstmal einchecken. Was bedeutet das? An den großen Bahnhöfen wie zum Beispiel Rotterdam oder Utrecht oder Amsterdam gibt es Türen am Bahnhof, die sich erst öffnen, wenn man sein Ticket da dran hält. Das ist wie in anderen Ländern auch, wie zum Beispiel bei der U-Bahn in Paris, wo man eigentlich nicht in die U-Bahn-Station reinkommt, ohne dass man ein Ticket hat. Naja, bis auf die ganzen Leute, die immer über die Türen klettern. Aber das gibt es hier nicht so oft. Wie macht man das? Wie bezahlt man für Züge? Es gibt die Möglichkeit, sich ein Ticket am Bahnhof zu ziehen, aber das machen sehr, sehr wenige Leute, weil es die so ziemlich teuerste Möglichkeit ist und die Möglichkeit, die am wenigsten praktisch ist. Die meisten Leute haben eine OV-Chipcard. Eine OV-Chipcard ist eine mehrfach benutzbare Karte wie diese hier, die ich jetzt seit, glaube ich, 4 Jahren benutze oder so, die für alles funktioniert. Sie funktioniert für alle Züge, alle Busse, alle Straßenbahnen, alle Metros, teilweise sogar für manche Boote hier in den Niederlanden und kann man immer wieder aufladen, man kann sie automatisch aufladen lassen. Man zahlt, glaube ich, einmal 7,50 Euro, um sich die zu holen und ja, damit kann man auch bei Radparkhäusern einchecken. Es ist sehr, sehr praktisch, diese Karte zu haben. Manche Leute kriegen auch von ihrem Arbeitgeber eine Karte, das ist hier meine, eine NS-Business-Karte. NS ist übrigens die Deutsche Bahn in den Niederlanden und ich als Deutscher finde diese Abkürzung richtig gruselig und abartig, aber naja, hier hat man ein anderes Verhältnis zu NS. Jedenfalls, es gibt halt diese Karte, es gibt die grüne Karte, die gelbe Karte und dann gibt es die blaue Karte, das ist die anonyme OV-Chip-Card, denn diese Karte hier hat hinten mein Foto drauf und hat meinen Namen und mein Geburtsdatum und sowas und damit kann man sich mehr Funktionen auf diese Karte draufladen als auf die anonyme OV-Chip-Card. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch die gelbe Karte, sie kostet genauso viel und man kann sie auch online bestellen und nach Deutschland verschicken lassen. Und wenn man dann erstmal diese Karte hat, checkt man ein und man kann sich vorher ein Abo draufladen, wofür man einmal, glaube ich, 60 Euro im Jahr zahlt und dann reist man in den Perioden, wo es nicht so voll ist im Zug, das ist, glaube ich, irgendwie zwischen 9 und 5 oder 9 und 4, zahlt man 40% weniger und auch das ganze Wochenende 40% weniger. Und das habe ich in Deutschland auch noch nie gesehen, wo die Preise einfach eigentlich immer die gleichen sind. Und hier kann man sich halt dieses Abo draufladen, was ganz cool ist. Monatskarten kann man sich auch da draufladen. Das Unpraktische mit dieser Karte ist, dass man sich immer wenn man das Verkehrsmittel wechselt, beziehungsweise den Verkehrsbetrieb wechselt, muss man auschecken und wieder einchecken. Wenn ich also quasi von Utrecht, wo ich wohne, aus losfahre, checke ich ein am Bahnhof und fahre mit NS, weil es hier nur NS gibt. Hier fahren, glaube ich, keine anderen Züge von irgendwelchen anderen Betrieben hin.
checke ich also ein mit NS und sage mal, ich fahre bis Amersfoort. Und in Amersfoort möchte ich umsteigen in den Zug nach Ede. Und der Zug nach Ede ist ein Zug, der von einer anderen Firma betrieben wird. Also muss ich in Amersfoort am Bahnsteig bei NS auschecken und bei Arriva oder was es dann auch immer ist, muss ich wieder einchecken. Und man muss an den Zielbahnhöfen dann auch wirklich gut gucken, weil die Türen alle andere Farben haben. Also NS ist immer gelb, Arriva ist immer blau und Connection ist, glaube ich, immer rot. Oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und da musst du halt darauf achten, dass du bei der richtigen Farbe ein- und wieder auscheckst. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es halb so wild. Genau das gleiche, wenn man vom Zug aus in den Bus umsteigt, erst bei der NS auschecken und dann beim Busbetreiber einchecken. Wenn man dann erstmal im Zug angekommen ist, gibt es da etwas Wunderbares, was ich noch in Deutschland nie gesehen habe. Und zwar sind das stille Abteile. Die stillen Abteile habe ich nur in den Intercity-Zügen gesehen, also nicht im Sprinterzug. Der Sprinter, entgegen seines Namens, ist es der langsamste Zug, den es gibt, weil er einfach überall hält. Ziemlich logisch, das ist quasi die S-Bahn. Und in den Intercity-Zügen hat man meistens immer einen Waggon oder einen Waggonteil, der als stilles Abteil reserviert ist. Das bedeutet, keine Handys, keine laute Musik, am besten nicht reden. Und nach einem langen Arbeitstag gibt es nichts Herrlicheres, als sich da reinzusetzen und einfach die stille Fahrt zu genießen. Hier in den Niederlanden gibt es auch diese Doppeldecker-Intercity-Züge, die eben wie die Doppeldecker-Regionalexpresse in Deutschland sind. Mit dem Unterschied, dass in Deutschland die Doppeldecker-Regionalexpresse, immer diese Doppeldecker-Waggons haben und dann hängt am Ende eine einzelne Lok dran. Und hier in den Niederlanden ist quasi der ganze Zug besteht nur aus Doppeldecker-Waggons, ohne eine einzelne Lok, die noch irgendwo dran hängt. Die Züge sind auch manchmal so 9 Waggons lang und was ich in Deutschland noch nie gesehen habe, ist, dass die zusammengereiht werden. Ich habe hier mal in einem Zug gesessen, der bestand aus 3 aneinander gekoppelten Doppeldeckerzügen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, ist aber ziemlich effektiv, weil das die Kapazität natürlich sehr stark erhöht. Und ohnehin sind die Züge hier ziemlich länger, auch die Nicht-Doppeldeckerzüge. Mein Zug, den ich normalerweise zur Arbeit nehme, der besteht aus 3 aneinander gekoppelten Zügen. Und das sind quasi so ganz normale Züge, also Nicht-Doppeldeckerzüge. Das ist ziemlich krass. Für deutsche Verhältnisse. Habe ich noch nie gesehen. Was natürlich auch verhindert, dass die Züge immer so proppenvoll sind, dass man nur steht und dass im Sommer dann die Klimaanlage ausfällt und alle nur schwitzen und umfallen, weil es zu warm wird, was ich schon mehrfach mitgemacht habe und das habe ich hier noch nie im Leben mitgemacht. Weil selbst wenn der Zug voll ist, ist es halt meistens nie so abartig voll. Und der letzte Punkt hat etwas mit einer App zu tun, die es seit einigen Jahren von NS gibt. Das ist eine Zugradar-App, wo man eigentlich kann man diese App alles regeln. Du kannst alle Züge sehen, du kannst Tickets kaufen etc. Aber die App hat eine Zugradar-Funktion. Das heißt, du kannst einzoomen in die Karte und siehst jeden Zug in Echtzeit und kannst quasi, wenn du in Gouda am Bahnhof stehst und du willst denken, okay, wann kommt der Zug jetzt, dann scrollst du ein bisschen auf der Karte und tippst den Zug an, von dem du denkst, dass er nach Gouda fährt, was eigentlich ganz gut möglich ist. Man kann ihn eigentlich quasi nicht verfehlen. Tippst da drauf und dann zeigt er dir genau, wie der Zug, welcher Zug es ist, also ob das ein Doppeldeckerzug ist oder ein normaler Zug und wie lang der Zug ist und wo sich die erste Klasse befindet, wo sich die zweite Klasse befindet und eben die Ankunftszeiten. Ziemlich praktisch, macht mein Leben sehr viel einfacher. Habt ihr noch weitere Sachen, die ihr am Zugfahren in Deutschland oder in den Niederlanden besser findet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und lebt ihr vielleicht auch in den Niederlanden oder in einem anderen Ausland und was vermisst ihr am Zugfahren in Deutschland? Ich vermisse zum Beispiel das. Ich glaube, ich vermisse nichts. Ich glaube, ich finde es hier besser. Jedenfalls schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann!